Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, wir wollen die Karriere fortsetzen. Also, in der letzten Aufnahmesession, sag ich mal, haben wir schon mal den ersten Blacklist-Fahrer besiegt und müssen jetzt den zweiten besiegen. Allerdings werde ich den noch nicht herausfordern, sondern erstmal hier noch zwei Rennen fahren, die noch übrig sind. Das fangen wir gleich mal an, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt mal die Auflösung anders eingestellt, aber irgendwie hat das nichts gebracht, sehe ich gerade jetzt schon. Naja. Das Spiel ist halt nicht für 16 zu 9. 16? Ich glaube, das muss nicht sein. Ist halt nicht dafür ausgelegt. Leider nicht. Und da würde ich noch den abziehen. Ja, ja. So schnell kann es sein. Und die Abkürzung kommt nicht. Ja, wo? Aber, wow. Was ist denn hier? Damit wir den auch noch mal. Ich werde mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja. 50% haben wir schon geschafft. Und noch sieht es gut aus, obwohl dieser Booster langsam aufhört. Zumindest jetzt von der Karte her. Das war nicht so gut. Ja, ich nehme gerne mal ein bisschen was von der Umgebung mit. Kannst den anderen ja auch nicht zu leicht machen, ne? Jetzt kommt ein Fehler, ja, ne? Ich glaub nicht. Aber was soll das? Noch sind wir Erster. Und ich denke mal, das sollte ich noch schaffen. Jetzt wird der Abstand auch wieder größer. Ein bisschen Glück muss man auch haben, aber klappt gut. Komm, ich spazier los. Dann ist auch unser Ziel. Na dann. Bam! Gewonnen, würde ich sagen. Und zwar ganz einfach. Ein Rennen fehlt noch. Die einfachste Kategorie überhaupt. Und sogar noch extra erklären. Mit den Mautstellenrennen beweisen wir, wie schnell wir sind. Denn nicht jedem in der Blacklist kann man trauen. Zieh einfach auf der einen Seite ein Ticket und rase bis zur anderen. Du hast nur eine bestimmte Zeit, um von einer Mautstelle zur nächsten zu kommen. Also behalte die Uhr im Auge. Das Geilste ist ja, wie schnell man sich da die Tickets abholen kann. Man fährt damit, keine Ahnung, 200 Sachen vorbei und zack hat man das Ticket abgeholt. Naja. Ist halt ein Spiel, ne? Mautstelle ist eigentlich halt das, finde ich, die einfachste Kategorie, weil man keine Gegner hat. Meistens auch keine Polizei, dann ist es dann wieder was anderes. Und halt einfach nur die Strecke abfahren muss, die meistens noch ziemlich einfach ist, weil sie irgendwie durch hauptsächlich auf einer Autobahn ist, weil da ja eigentlich nur Mautstellen sind. Die sind nicht so schwer.
Und die nächste Mautstelle kommt auch gleich, denke ich mal. Wir sind noch im 6. Raum mit 10 Punkten. So können wir aber nicht hin. Und da ist er auch schon. Ach ja, das war vorhin auch relativ witzig. Naja, eigentlich nicht. Ich nehme jetzt noch am gleichen Tag auf wie die erste Aufnahme und ein paar Stunden später. Und als ich vorhin aufgenommen habe, habe ich natürlich dummerweise vergessen, das eine Minecraft-Video freizuschalten. Ich glaube Folge 26, 27, sowas in dem Dreh. Da ich ja von, weiß ich nicht, halb fünf, nee, von halb sechs bis dreiviertel sieben oder so gezockt habe und um sechs dann gar nicht dran gedacht habe. War schon, naja. So, hier haben wir auch gewonnen. Ich würde sagen, können wir den herausfordern, ne? Zweimal ein Sprint. Gefällt mir viel besser als Rundkurs. Mal sehen, ob ich mich diesmal auch dementsprechend besser anstelle. Da ist die Polizei, ja, ne? Er ist ja so ein Polizeimagnet. Na, alles schon gut. Crazy Auto. Und jetzt. Die Krönung vom anderen scheint schon mal besser zu sein. Ein bisschen ungefühlt. Ohne Nuss wäre ich jetzt... Zweiter. Aua, nicht ran, das ist böse. Fällt so ein. Und noch können wir uns auf den ersten Platz halten, mal sehen, wie lange das dazu bleibt. Nicht, dass das dann wieder so ist, dass der kurz vor... Wow, krass. Okay, dann ist gar nicht kurz vor Fuß aufholen, ich schaff das so, wahrscheinlich. Ah, dass er wieder kurz vor Fuß irgendwo aufholt und mich dann voll abzieht, das finde ich nämlich kacke. Aber immer noch erster, wundert mich eigentlich, ja. Nein. Allzu rosig sieht es aber auch nicht aus. Kommt immer näher. Ich kurz in der Woche jetzt auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie mir was gemacht hätte. Ja, und dann überholt er mich auch nicht. Und dann bremst er voll ab. So, nie. Ich weiß, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt öffnen, aber egal. Ich bin trotzdem hinter mir noch voll gut am Pferd. Kann doch nicht sein. Naja, ich freue mich schon drauf, wenn wir später ein paar bessere Autotürftürfts haben. Das wird schon spaßig, muss ich. Wird cool. 50% haben wir. Noch über 50% und noch erster. Das wird ganz zu regeln. Und ich mache unnötige Lenkbewegungen. Aber nein. Warum nicht? Okay, diesmal fahre ich mal oben lang, weil gerade bin ich hier unten lang gefahren. So, was ich mich erinnere. Ab geht's mit 250 durch den Tunnel. Halt den echt bestimmt richtig derbe. Na, was soll's, so. Erste Rennen haben wir gemeistert. Und das beim ersten Versuch, ja. Naja. Das zweite Rennen folgt sogleich. Ja, hör auf anzugeben. Wieder Chaos mit K.
kann. Komm, ich komme nicht raus, klar. Jetzt zieht er uns aber davon. Jetzt will er mal zeigen, was er kann. Es scheint. Unser Vater hat er voll durch die Bisse gestellt. Und das donnert sogar ruhig. Das kann jetzt nicht sein. Und ja, ich stelle mich gerade noch dümmer an als er. Ich komme einfach auch überall durch. Aber was soll's, ne? So. Das ist noch Zeit, sind ja 40%. Und schon. Dann nehmen wir sogar mal die Abkürzung. Oh, der kommt schon mal gut. Der ist irgendwie gerade ziemlich weit hinten. Ach ja, Speedbreaker ist auch schon was Schönes. 8 Sekunden Vorsprung. Das ist doch was, damit lässt sich leben. Jetzt aber weiter. 500 Meter vorne, ja, 100 Kilometer Vorsprung ist nicht. Und da kommt auch das Ziel. Yay! Beide fahren nachts im Versuch. Krass, scheiße. Krass, schief, wollte ich sagen. So. Weiter jetzt hier. Ah, gewonnen. Glückwunsch, du kannst jetzt das zweite Symbol von Thor auswählen. Also, wie auch schon beim letzten Mal, nehmen wir einmal als Leistungs-Upgrade. Jetzt haben wir diesmal Farbe. Und ich nehme eigentlich, glaube ich. Klar, kann ich so machen, irgendwo das mittlere von diesem Bonus-Symbol. Mal sehen, was diesmal ist. Wir haben Geld gekriegt. Das ist nie verkehrt. Meistergegner Blacklist 13. Victor Vasquez. Victor Vasquez. Auch Vic genannt. Der Wagen ist ein Toyota Supra. Und die Stärke ist Verfolgungsdauer. Krass. Lebenslauf. Dieser Typ ist schon seit einer ganzen Weile auf Platz 3 fest. Er kommt irgendwie nicht weiter, aber es schafft doch keiner, ihn zu verdrängen. Tja, wir werden das schon schaffen. Der Kerl ist voll, aber gefährlich. Jedenfalls kann er mit seiner Karre umgehen und macht sich fertig, wenn er die Chance dazu hat. Dann geben wir ihm die Chance auch gar nicht erst, ne? Krass, angekettet an der Lenkrad. Heftig, heftig. Bäm, und dort zieht er vorbei. Oh, Mia. Warst echt gut. Bist dabei. Ich zeig dir mal was. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Woher hat sie den Zugang? Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Hm? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Aber ich bin schon auf der Blacklist. Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst. Aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's...